Hallo, ich bin Giuliano und ich möchte mit dir zusammen Billard spielen. Ich versuche einen Trickshot. Ich möchte gerne diese weiße Kugel in gerader Richtung gegen diese drei Banden stoßen und möchte herausfinden, ob ich dann im Endeffekt in die linke obere Tasche treffe. Das machen wir mit Hilfe von Spurpunkten und Geraden. Das, was wir jetzt erstmal machen werden, ist diesen Billardtisch in ein zweidimensionales Koordinatensystem einteilen. Die linke untere Tasche ist unser Koordinatenursprung 0, 0. Die rechte Tasche hat die Koordinaten 16, 0. Die rechte obere Tasche hat die Koordinaten 16, 8. Und die linke obere entscheidende Tasche hat die Koordinaten 0, 8. Ein Billardtisch ist immer genau zweimal so lang wie breit. Das sieht man an den Koordinaten. Also hier 16 Längeneinheiten und hier 8. Die weiße Kugel befindet sich in dem Falle an einem Punkt P. Und ich möchte jetzt gerne herausfinden, wenn ich in die Richtung 5, 4 gegen diese Bande stoße, ob das dann über die anderen drei Banden wirklich in die linke obere Tasche geht. Das möchte ich gerne hier einmal als Aufgabe formulieren. Und das, was wir wissen müssen, ist, wo befindet sich der Punkt P und in welche Richtung stoße ich diese Kugel. Das heißt, das gebe ich jetzt einmal vor. Also treffe ich die obere linke Tasche, ja, die obere linke Tasche mit den Koordinaten 0, 8, mit der Stoßrichtung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.